Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft. Eine neue Folge aus der Reihe Der Lohn der Tat und für die von euch, die das noch nicht gesehen haben und sich wundern über das Thumbnail mit einem amerikanischen Soldaten. Der Lohn der Tat ist eine Serie, die wir machen über hochdekorierte Soldaten aus den verschiedenen Armeen, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden sind. Das heißt, wir machen nicht nur deutsche Soldaten, sondern auch amerikanische, englische und mal schauen, was wir noch finden. Vielleicht sogar, da muss ich aber noch ein bisschen schauen, ob wir auch mal einen russischen Soldaten vorstellen oder einen Sowjetsoldaten. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, um da gleich den Wind oder den Leuten, die da gleich losstürmen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir beleuchten nicht das Regime oder die politische Partei, die dahinter steht in dem Soldaten, sondern die Waffentat auf dem Schlachtfeld und wofür er oder dieser Soldat seine Tapferkeitsauszeichnung bekommen hat. Denn die Geschichte dahinter ist immer sehr interessant. So, heute geht es um einen amerikanischen Soldaten, John Barcelone. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ein US-amerikanischer Soldat, der im Pazifikkrieg seine Medal of Honor, so ist es richtig, und sein Navy Cross verdient hat und den Krieg aber auch nicht überlebt hat. So, und da ist eine interessante Geschichte dahinter. Der Alex hat sich die Zeit genommen, das alles zusammenzustellen und das dann auch noch zu schneiden. Also das ist natürlich viel, viel Kram, der da zusammengesucht werden muss. Und wir stellen das jetzt einmal vor. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist auch noch zu sagen, die von euch, die die Serie The Pacific geschaut haben, wissen, wer John Barcelone ist. Und trotz alledem wisst ihr noch nicht alles, was, also in der Serie wurde auch nicht alles über den Mann gesagt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Aus der Reihe Der Lohn der Tat, heute einen amerikanischen Soldaten mit einer Medal of Honor. Los geht's. So Freunde, ganz wichtig, es gibt was Neues und zwar haben sich die Kanalmitgliedschaften geändert. Ihr könnt den Kanal jetzt unterstützen als Kanalmitglied für 1,99 oder als Barkhaftsfreund für 4,99 oder als Barkhaftsförderer für 9,99. Natürlich hat jede Stufe seine Goodies und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch den Weg dahin findet. Vielen Dank. So Leute, los geht's mit John Barcelone. Für außergewöhnlichen Heldenmut und herausragende Tapferkeit im Einsatz gegen feindliche japanische Streitkräfte, welche weit über die Pflicht hinausgingen, während seines Dienstes beim 1. Bataillon des 7. Marineinfanterieregimentes im Bereich Lunga, Guadalcanal, Salomon am 24. und 25. Oktober 1942. Während der Feind auf die Verteidigungsstellung der Marines einhämmerte, kämpfte Sergeant Barcelone verantwortlich für zwei Gruppen schwere Maschinengewehre tapfer, um den wilden und entschlossenen Angriff abzuwehren. Beim heftigen Frontalangriff, bei dem die Japaner die MG-Stellung mit Granaten und Mörserfeuer bombardierten und eine der Positionen getroffen wurde, wobei nur zwei Mann der Bedienung einsatzfähig blieben, brachte Sergeant Barcelone ein Reserve-MG in Stellung und stellte so ein ununterbrochenes Abwehrfeuer sicher. Im Anschluss reparierte er dann unter ständigem Beschuss ein weiteres MG und bemannte es persönlich, wobei er tapfer seine Linie hielt, bis Ersatz eintraf. Wenig später, als die Munition kritisch zur Neige ging und die Versorgungslinie unterbrochen waren, kämpfte sich Sergeant Barcelone unter großer Gefahr für sein eigenes Leben und im Angesicht anhaltender feindlicher Angriffe mit dringend benötigter Munition für seine Waffen durch die feindlichen Linien und trug so im großen Maße zur faktischen Vernichtung eines ganzen japanischen Regimentes bei. Sein großer persönlicher Mut und seine mutige Initiative standen im Einklang mit den höchsten Traditionen der US Navy. Gezeichnet Franklin D. Roosevelt. So lautete die Begründung zur Verleihung der Medal of Honor an John Barcelone, United States Marine Corps. So, das zum Anfang mal ein Einblick, mit was für einem Herren wir das hier zu tun haben. Wir müssen aber natürlich zurück zum Anfang, wie ist es dazu gekommen? Fangen wir mal an mit der Kindheit, seiner Jugendzeit und die Zeit in der US Army, denn er war nicht immer im Marine Corps.
Ja, John Bazilone oder Bazilone wurde am 4. November 1916 als sechstes von 10 Kindern einer italienischen Einwandererfamilie in Buffalo, New York geboren. Kurz nach seiner Geburt kehrte die Familie doch wieder nach Raritan, New Jersey zurück, wo er seine älteren und alle jüngeren Geschwister zur Welt kam. Im ländlichen Raritan verbrachte der junge John seine Freizeit damit, mit seinen Freunden über die Felder und durch die Wälder der Gegend zu ziehen, meist ausgerüstet mit allem, was sie für eine Runde Baseball brauchten. John war sportlich und selbstbewusst, was ihn oft die Rolle des Anführers zuteil werden ließ. Sein Selbstbewusstsein war so groß, dass er sich einmal auf eine fast tödliche Mutprobe einließ. Als er einen in der ganzen Umgebung berüchtigten Stier, auf dessen Weide so lange reizte, bis dieser ihn angriff, auf die Hörner nahm und mehrere Meter weit schleuderte. Er kam mit einem verletzten Ego davon. Die Schule war für ihn hingegen kein Ort der Freude oder gar Bestätigung. Zwar war der höfliche Junge bei den Nonnen und Mitschülern der Pfarrschule St. Bernard beliebt, aber das mit dem Unterricht verbundene stundenlange Stillsitzen und Zuhören war für ihn eine Qual. So war es nicht verwunderlich, dass John im Alter von 15 Jahren seinen Eltern erklärte, Schule sei nichts für ihn und dass er diese nach der 8. Klasse verlassen würde, um sich eine Arbeit zu suchen. Einfacher gesagt als getan im Jahre 1933 inmitten der Weltwirtschaftskrise. John arbeitete als Golfcaddy im örtlichen Raritan Valley Country Club. Auch hier war er beliebt, auch wenn seine gute Menschenkenntnis die anderen Caddies bei ihren regelmäßigen Pokerrunden teuer zu stehen kam. Als jedoch im Herbst die Spieler und damit die Kunden auf dem Golfplatz immer weniger wurden, zog John Tag ein, Tag aus durch die winterlichen Straßen von Raritan auf der Suche nach einem Job und noch mehr einem Ziel im Leben. In der St. Anne's Kirche fand John nicht nur Zuflucht vor der Kälte, sondern in Priester Amadeo Russo auch einen Mentor, der ihm dabei half, den Glauben in sich wiederzufinden und seinen persönlichen Weg zu finden. Nach einer Zeit der Unsicherheit mit wechselnden Jobs fand John Bazilone seine Bestimmung, wie er es selbst beschrieb. Im Februar 1934 trat er in die US Army ein. Das strenge Reglement in Verbindung mit dem durchstrukturierten Tagesablauf wirkten Wunder für ihn. Bereits nach den ersten Tagen der Grundausbildung galt Bazilone als der beste Rekrut seiner Einheit und wurde immer wieder den schwächeren Rekruten zur Seite gestellt, um diese zu unterstützen. John selbst erklärte später, die Grundausbildung war die einzige Schule, in der er vom ersten Tag an einer der Besten war. Er kam zum 16. Infanterieregiment nach Fort Jay, einem alten Küstenvorort auf Governor Island vor Manhattan, New York. In der Delta-Kompanie wurde John am alten M1917 Maschinengewehr ausgebildet. In dieser 18,5 Kilogramm schweren Waffe, die im Einsatz mit Dreibein, Munition und Kühlwasser rund 50 Kilo wog, hat er etwas gefunden, das ihn nicht nur interessierte, sondern faszinierte und auch etwas, das er wie kaum ein anderer beherrschte. Er brachte Stunden und Tage damit zu, das Zerlegen und Zusammensetzen der Waffe zu üben, bis er es nicht nur mit verbundenen Augen beherrschte, sondern auch in einer Geschwindigkeit, die man zuvor in der Einheit und darüber hinaus nicht kannte. Das wiederum kombinierte er mit seiner zweiten großen Leidenschaft für Wettkämpfe, Wetten und Glücksspiel. Immer wieder schafften es ein paar Kameraden, andere Soldaten zu Wettkämpfen im Zerlegen und Zusammensetzen des MGs oder sonstigen soldatischen Disziplinen herauszufordern und sie so um ihren Soll zu bringen. Der Zusatzverdienst wurde nach Dienstschluss in der Metropole am Hudson dringend benötigt. Ein weiteres Merkmal von John Bazilone war seine Wirkung auf das andere Geschlecht. Wie seine Kameraden berichteten, war es immer von Vorteil, in Johns Nähe zu sein, da hier in der Regel die adrettesten jungen Damen zu finden waren. Am 10. Mai 1935 wurde John nach nur 15 Monaten statt der vereinbarten 3 Jahren entlassen.
Als Begründung wurde der verringerte Personalbedarf der Army genannt. Aber John war kein verunsicherter Teenager mehr. Schon am nächsten Tag meldete er sich erneut und unterschrieb einen neuen Vertrag. Er kam zum 31. Infanterieregiment und wurde kurz darauf zu den Philippinen verschifft, einem der damals in der US Army beliebtesten Posten mit erhöhtem Sold und der Aussicht auf einen ruhigen Dienst in einem exotischen Paradies. Zumindest war das die Vorstellung des jungen GIs. Stationiert in der Hauptstadt Manila, machte sich John als erfolgreicher Boxer im Halbschwergewicht, als Manila John, mit insgesamt 19 Siegen ohne eine Niederlage einen Namen innerhalb der US-Garnison. Doch blieben die Welt- und lokalen politischen Ereignisse im Allgemeinen nicht ohne Folgen für die US-Truppen auf den Philippinen und auch Soldat Bezalon im Speziellen. Wie die gesamte Außenpolitik der USA zu jener Zeit war auch die Politik bezüglich der Philippinen vom ständigen Tauziehen der Isolationisten und der Interventionisten in Washington geprägt. Die eine Seite wollte die Philippinen besser heute als morgen in die vollständige Unabhängigkeit entlassen, um unter anderem den Makel eines vermeintlichen Kolonialismus loszuwerden, sowie die Wichtigkeit des Isolationismus zu unterstreichen. Die andere Seite sah in den Philippinen einen wichtigen Vorposten gegen den japanischen Imperialismus, der immer weiter und brutaler um sich griff. Ein Fanal hierfür sollte das sogenannte Massaker von Nanking werden. Im August 1936 machte der philippinische Präsident Quezon mit Zustimmung Washingtons den US-General Douglas MacArthur zum ersten und einzigen Feldmarschall der Philippinen. Der exzentrische und politisch ambitionierte MacArthur verwies immer wieder lautstark, aber politisch ungeschickt auf die japanische Bedrohung im Pazifik. Die jungen philippinischen Streitkräfte wurden mit US-Hilfe aufgebaut, doch führte das Hin und Her im fernen Washington dazu, dass die US-Präsenz selbst in Frage stand, was direkte praktische Folgen hatte. So stapeln sich nicht nur Unmengen an Gütern für die philippinische Armee in Lagerhäusern an der US-Westküste, auch der Nachschub für die US-Soldaten selbst stockte immer wieder. So waren nicht nur Waffen und Ausrüstung veraltet, selbst Uniformen wurden zeitweise zur Mangelware. Dennoch gingen die GIs auch weiter gegen die kleine, aber aktive Zahl an Rebellen vor, welche sich gegen die US-Präsenz und die amtierende Regierung in Manila auflehnten. Die Moral der Truppe sank stetig und es verwunderte nicht, dass John hin und her gerissen war, als er 1939 zum zweiten Mal entlassen wurde und nach Hause zurückkehrte. Selbst ihm, als einfachen Soldaten, war voll bewusst, dass ein Damoklesschwert in Form eines japanischen Katanas über dem ganzen Pazifik schwebte. Das ließ er auch seine Familie in Raritan mehr als einmal wissen. Doch hatten diese, wie alle Freunde und Bekannte, nur eine von zwei Fragen an ihn. Entweder wollten sie die Abenteuergeschichten von Manila John hören oder, wie Mutter und Vater wissen, was John nun machen wollte. Zunächst begnügte er sich damit, von seinen Ersparnissen zu leben und diese mit Gewinnen aus Golf- und Pokerspielen aufzubessern. Aber nachdem alle Geschichten wieder und wieder erzählt und die Ersparnisse aufgebraucht waren, stand John vor einem Dilemma, das er nur allzu gut kannte. Er wollte sich ein normales Leben aufbauen mit einem festen Job, einem eigenen Zuhause. Doch gab es da noch eine junge Frau in Manila, die er gern zu sich in die Staaten holen wollte. Aber dazu sollte es letztlich nicht kommen, auch wenn ihn vermutlich das Tattoo auf seinem rechten Oberarm für immer an sie erinnerte. Nun saß der große Manila John wieder am Esstisch seiner Eltern, schlief in seinem alten Zimmer und aß die Spaghetti seiner Mutter. Doch als der Vater eines Freundes ihn von einem Jobangebot erzählte, log er und sagte, er habe schon was in Aussicht. Schließlich fand er eine Anstellung als Fahrer für eine Wäscherei, Gaburo's Laundry. Er lieferte saubere Wäsche aus und sammelte die schmutzige ein. Hauptsächlich Arbeitskleidung und Windeln. Die Arbeit war nicht schwer und John, wie immer, bei den Kunden und seinem Boss Mr. Gaburo beliebt.
Aber wollte er für den Rest seines Tages schmutzige Windeln durch die Stadt fahren? Dann war da das unbestimmte Gefühl, nicht dazuzugehören. Oder wollte er dies vielleicht selbst nicht? In der Army hatte er ein Dutzend Freunde, nein, Kameraden. Sie hatten alles geteilt und gemeinsam ertragen, das Gute wie die wilden Partys und die Schönheit der Insel. Das Schlechte wie das grauenhafte Essen und die Millionen und Abermillionen Moskitos. Natürlich auch die Gefahren, ob Giftschlangen oder die eine oder andere verirrte Kugel. Was waren seine 19 Siege ohne eine Niederlage noch wert? Selbst seine Geschwister hatten jetzt ihr Leben, von denen er kaum etwas wusste und auch kein Teil mehr davon war. Nun gab es nur ihn und den Lieferwagen. Aber das sollte nicht lange so bleiben. John kündigte, fand einen neuen Job in einer Chemiefabrik, doch die Arbeit am Fließband bei American Sunamit war nun erst recht nichts, was John lange ertragen konnte. Schließlich zog er zu seiner Schwester Phyllis und ihrem Mann Bill nach Reisterstown in Maryland bei Baltimore. Hier fand er Arbeit als Installateur für Gasheizung. Im Juli 1940 brannte es auf der Welt bereits lichterloh. In Europa hatte die deutsche Wehrmacht Polen, Skandinavien und Frankreich erobert. Die Luftwaffe bombardierte die britischen Inseln. Im Pazifik hatten die Japaner die wichtigsten Gebiete im Riesenreich China erobert und konsultierten ihre Besatzungsherrschaft. Im September sollte französisch Indochina folgen. Für John war es klar, es würde Krieg geben. So, das mal so ein bisschen als Vorgeplänkel. Und jetzt gehen wir mal ran an das United States Marine Corps und also seinen Eintritt in das Marine Corps. Am 11. Juli 1940 betrat John ein kleines Büro, das eingeklemmt zwischen einer Schusterei und einer Wäscherei etwas verloren wirkte. Es war das örtliche Rekrutierungsbüro des United States Marine Corps. Seiner geschockten Mutter erklärte John, die Army war zu weich für ihn. »Mom, ich werde ein Marine.« Für John war von diesem Moment an alles klar und deutlich, wie Pfarrer Russo es prophezeit hatte, sah er jetzt seinen Weg vor sich. Er war ein Krieger und es herrschte Krieg, wenn auch sein Land noch kein Teil davon war. So sah er es und so sagte er es auch allen anderen. Inwieweit die Hoffnung nach Manila und zu seiner nur als Lolita bekannten philippinischen Freundin zurückzukehren, ob das bei Johns Entscheidung für das Korps eine Rolle spielte, werden wir wohl nie erfahren. Schon der Beginn von Johns Karriere im Korps war nicht gerade gewöhnlich. Anstatt das berüchtigte Bootcamp in Paris Island zu durchlaufen, wurde er dank seiner Erfahrung aus der Army direkt in eine Einheit der Fleet Marines in Quantico, Virginia versetzt. Zunächst kam er wieder einmal in eine Delta-Kompanie. Dieses Mal gehörte sie zum 1. Bataillon des 5. Marine-Infanterie-Regimentes. Trotz dieser Besonderheit galt er auch hier wie zuvor in der Army schnell als einer der Besten und wurde mehr gefordert, aber auch gefördert als andere. Schnell bemerkte er die antiquierte Ausrüstung. So bekamen er und seine Kameraden M1917 Enfield-Gewehre und immer noch die ihm wohlbekannten Browning M1917 A1 Maschinengewehre. Schnell wurde John wieder ein Teil der MG-Trupps und ebenso schnell nutzte er sein Können, um den ein oder anderen Dollar in einer vielleicht nicht ganz so fairen Wette zu gewinnen. Im März 1941 verlegte seine Einheit als Teil der 1. Marine-Infanterie-Division nach Guantanamo Bay, Kuba. Dort wurde unter großem Materialaufwand alle Aspekte der amphibischen Kriegsführung geübt, inklusive der Bombardierung der Landungsabschnitte durch Kampfflieger und Schiffsartillerie aller Kaliber im scharfen Schuss. Johns Einheit erhielt die ersten Browning M1919 A4 MGs, eine luftgekühlte und dadurch leichtere Variante ihrer alten 1917 A1er. Die beiden Modelle wurden gemischt eingesetzt, wobei die Trupps mit den leichten 19ern im Angriff eingesetzt wurden und die mit den schweren 17ern, welche nahezu ohne Unterbrechung Feuer konnten, zur Sicherung des eroberten Gebietes nachgezogen wurden. Im Mai erfolgte seine Versetzung in das 1. Bataillon, 7. Marineinfanterieregiment,
das an den neuen Standort New River, North Carolina verlegte. John und seine Truppe glaubten den Latrinenparolen vom brandneuen Stützpunkt mit neuen Trainingseinrichtungen für eine gestählte Elitetruppe, wie es die 7th Marines ihrem Selbstverständnis nach waren. Dazu noch die Aussicht auf den Kontakt den als Southern Belles genannten Südstaatenschönheiten. Als die Truppe dann ihr neues Quartier bezog, stellte es sich als ein großer, von Schlangen und Ungeziefer verseuchter Sumpf heraus. Die Vorgesetzten, zu welchen John mittlerweile als Sergeant und Führer eines 12-köpfigen Machine Gun Squad, also einer Gruppe, gehörte, versuchten die Männer durch ständiges Training zu beschäftigen, aber die Belastung des Dienstes und der Umgebung führten zu vielen Konflikten untereinander. John konnte seinen Haufen auch mit seinen unzähligen Geschichten aus New York und Manila unterhalten, was diese nicht nur ablenkte, sondern auch den Respekt und das Vertrauen in ihn als Anführer stärkte. Zu dieser Zeit übernahm ein Mann das Kommando über das Bataillon, der heute als der Inbegriff eines US Marines gilt und dem bis zum heutigen Tage traditionell jeder US Marine vor dem Zu-Bett-Gehen eine gute Nacht wünscht. Louis Burville Chesty Puller diente fast 40 Jahre dem Korps, kämpfte in 5 Kriegen, stieg dabei vom Gefreiten bis zum 3-Sterne-General auf. Mit 5 Navy Crosses ist er bis heute der höchst dekorierte US Marine aller Zeiten. Den folgenden Auszügen aus dem ersten Treffen zwischen damals Major Puller und Sergeant Bezalone sagt viel über die beiden Männer aus. Wir zitieren. Puller: Erklären Sie mir, warum zur Hölle einer von der Army weichgespülter Typ wie Sie meine Marines führen sollte. John: Ich bin zu den Marines gegangen, um zu kämpfen, und das werde ich. Sehr gut sogar. Puller: Sie spielen Karten, und das hat auch schon zu einer Schlägerei geführt, bei der Sie den anderen so richtig vermöbelt haben. Stimmt das? John: Ja, Sir, 2-mal. Puller: Wieso 2-mal? Hat er seine Lektion beim ersten Mal nicht gelernt? John: Oh doch, Sir, es waren 2 verschiedene Kerle. Puller: Ein Weiberheld sind Sie wohl auch. Ich habe gehört, dass Sie immer gleich eine an jedem Arm haben, wenn Sie sich das gerade leisten können. John: Auch wenn ich es mir nicht leisten kann, Sir. Puller: Gott verdammt, Sie wären ein feiner Anführer in meinem geliebten Korps. Im Anschluss musste er Puller bei einer Zigarre die Geschichte von Manila John erzählen. Gut, schauen wir mal nach Guadalcanal. Nach einem kurzen Zwischenspiel auf Samoa landete das Bataillon unter nun Oberstleutnant Puller in der Nacht vom 17. auf den 18.09.42 auf Guadalcanal, wo ihre Kameraden bereits seit Anfang August kämpften. Die Japaner waren für ihre Tricks bekannt, man konnte also nicht vorsichtig genug sein. Die eintreffenden Truppen wurden von den Veteranen mit großer Begeisterung aufgenommen. John bemerkte den großen Unterschied im Aussehen der Männer, die bereits länger auf der Insel waren, im Gegensatz zu seinen Männern. Er schrieb, im Vergleich zu ihren zerschlissenen Uniformen und ausgezehrten Aussehen waren wir ordentlich und sauber, während sie aussahen, als wären sie durch die Hölle gegangen. Ihre Feuertaufe hatte sie unglaublich gealtert. Die US-Truppen in Guadalcanal hatten nicht nur gegen die Japaner gekämpft. Krankheiten wie Malaria, Ruhr und Dengue-Fieber waren für die Hälfte der Ausfälle verantwortlich. Der erste Auftrag für die Männer bestand darin, Schützengräben auszuheben. Einige hielten dies für Energieverschwendung, aber als ein feindliches Flugzeug in der ersten Nacht ein paar Bomben abwarf, sprangen alle sofort in die frischen Schützenlöcher. Guadalcanal war heiß, bergig und voller Mücken. Nachts waren überall seltsame Geräusche zu hören. Die Nahrung war knapp. Auch die Wasserversorgung war aufgrund von Schwierigkeiten beim Nachschub und den Transporten zu den Truppen knapp. Das Aussehen der Männer spiegelte dies wider. Nach ein paar Tagen erlebte John sein erstes Gefecht. Eine Patrouille hatte einen kleinen japanischen Spähtrupp entdeckt. John wurde angewiesen, mit seinen Leuten den feindlichen Spähtrupp so abzufangen, dass dieser keine Informationen zurückbringen konnte.
Im dichten Dschungel mit Sichtweiten von bestenfalls wenigen Metern arbeiteten sich John und seine Gruppe zu dem Ort, an dem die Japaner zuletzt gesehen worden waren. John führte seine Gruppe von hinten an die Stelle, wo sie den Feind vermuteten. Tatsächlich machten die Japaner eine Pause und fühlten sich so sicher, dass sie zu essen begannen. John brachte seine 3MG in Stellung und ließ das Feuer eröffnen. Als keine Bewegung mehr zu erkennen waren, ließ er das Feuer einstellen. In Erinnerung an die Warnung der Kameraden, die schon länger hier kämpften, ging John mit einem MG im Anschlag vor und schoss mit kurzen Feuerstößen auf die Leichen. Er fürchtete, dass sich einige von ihnen nur tot stellten. Eine der Geschichten, die kursierten, war die, dass verwundete Japaner nach den US-Sanitätern rufen würden, um sie bei deren Annäherung mitsamt dem Sani in die Luft zu sprengen. Einer von Johns Männern, Bob Powell, sagte: "Jesus, Sarge, was zum Teufel machst du da?" In dem Moment, als er diese Worte sprach, sprang ein vermeintlich toter japanischer Soldat mit seiner Waffe in der Hand auf. Ein anderer von Johns Männern schoss ihn nieder. Nach dieser bitteren Erfahrung marschierten sie zurück. Auf dem Rückweg zum Lager wurden zwei Männer krank. Dieser Tag war jedoch nur ein Vorgeschmack auf das Kommende. Eine Woche später wurde John und seine Gruppe in die Verteidigungsstellung um das strategisch wichtige Flugfeld Henderson Field verlegt. Die Position befand sich auf einem Höhenzug südlich des Flugfeldes, der zu Recht als Bloody Ridge in die Geschichte eingehen sollte. 2 Tage lang warteten die Marines auf den Angriff, aber nichts geschah. Aufgrund eines erfolgreichen Ableckungsmanövers der Japaner westlich des Flugfeldes wurde das 2. Bataillon des 7. Marineinfanterieregimentes abgezogen, womit Puller und seine Männer nun einen Abschnitt sichern mussten, den eigentlich ein Regiment aus 3 Bataillonen halten sollte. Doch die japanischen Truppen der 2. Infanteriedivision südlich der amerikanischen Stellung waren bereit. Ihr Kommandeur General Maruyama sagte zu seinen Männern: "Das ist die entscheidende Schlacht zwischen Japan und den Vereinigten Staaten, in der über Aufstieg oder Fall des japanischen Reiches entschieden wird. Wenn es uns nicht gelingt, die Insel zu besetzen, sollte niemand mit seiner Rückkehr rechnen." Am 24. um 22 Uhr klingelte das Feldtelefon in Pullers Bataillonsgefechtsstand. Es war Sergeant Ralph Briggs in seinem einsamen Vorposten rund 1,5 Kilometer vor den amerikanischen Linien. Seine heute berühmte Meldung lautete frei übersetzt: "Die ganze verdammte, und das lese ich jetzt nicht vor, japanische Armee marschiert auf euch zu." John Bazelon hörte diese Meldung an seinem Apparat mit. Sie konnten die Japaner im Dunkeln kaum sehen, aber das Detonieren ihrer Handgranaten und geballten Ladungen reichte aus. Was folgte, war ein chaotisches Blutbad in einem stockdunklen tropischen Regenwald, bei dem Freund und Feind um Armeslänge voneinander entfernt sein konnten, ohne sich gegenseitig zu bemerken. Schließlich zeigten die ständigen Angriffe Wirkung. Während John die linken Maschinengewehre führte, hörte er eine laute Explosion rechts. Dann verstummten die zuvor ständig rasselnden Maschinengewehre. Augenblicke später kam ein Melder von der rechten Seite zu John und teilte ihm mit, dass die beiden rechten Waffen ausgefallen seien. John nahm ein MG sowie 2 Männer und machte sich auf den Weg zur etwa 30 Meter entfernten rechten Stellung. Überall lagen verstümmelte und sterbende Männer, inmitten von bereits Toten. Die meisten von ihnen waren Japaner. Als sie in der Stellung ankamen, erfuhr John, dass 5 seiner Jungs tot und 2 verletzt waren. Bevor John einen Blick auf die kaputten Waffen werfen konnte, griffen die Japaner erneut an. Mit dem mitgebrachten MG und ihren Gewehren wehrten sie diesen Angriff ab. Das verschaffte ihnen ein paar Minuten Ruhe, um die beschädigten Waffen zu inspizieren. Eine Waffe war völlig zerstört, die zweite war äußerlich unbeschädigt, aber da es kein Licht gab, musste John das Problem im Dunkeln finden und beheben. Es war ein Hülsenreißer, ein Problem, das er schnell behoben hatte. Er war gerade fertig, da erfolgte der nächste Angriff. Da die zusätzliche Waffe jetzt funktionierte, konnten sie diesen Angriff mühelos zurückschlagen, aber die nächste Welle folgte schon.
Zum Glück für John und seine verbleibenden Männern war die japanische Taktik jedes Mal gleich. Sie stürmten in kleinen und größeren Gruppen mit ihrem Banzai auf den Lippen auf die Marines zu. Bald gab es kein Wasser mehr, das man in den Kühlmantel gießen konnte, da ihre Feldflaschen leer oder von Kugeln oder Granatsplittern durchlöchert waren. John wies seine Männer an, in die Waffen zu urinieren. Auch als ein Starkregen einsetzte, gingen die Angriffe weiter. John forderte seine zwei verbliebenen unverletzten Soldaten, Powell und Evans, auf, immer eines der beiden Maschinengewehre zu laden, während er mit dem anderen feuerte. Einem japanischen Soldaten gelang es, sich an ihre Position heranzuschleichen. Dieser sprang mit einem Messer direkt auf sie zu. John erwischte ihn mit seiner Pistole. Die Pistole kam die ganze Nacht über immer wieder zum Einsatz. Gegen 3 Uhr morgens teilten seine Männer ihm mit, dass sie fast keine Munition mehr hätten. Es gab ein Lager etwa 100 Meter entfernt, jedoch existierte zu diesem Zeitpunkt keine zusammenhängende Front mehr. Verstreute Japaner waren überall. John forderte seine Männer auf, die Stellung zu halten. Er selbst kroch durch den Dschungel, bis er einen Pfad erreichte, aufstand und losrannte. Kugeln flogen, Granaten explodierten um ihn herum. Eine Granate warf ihn zu Boden, er stand auf und ging weiter zum Munitionslager. Als er ankam, stellte er fest, dass die Japaner es zum Glück nicht entdeckt hatten. John warf 6 Gurte über und kehrte um. Als er zurückkam, war ein weiteres MG ausgefallen. Er reparierte es mit Teilen einer anderen Waffe, als auch schon der nächste Angriff begann. Dieser Angriff war intensiver als alles vorherige. John nahm die Waffen vom Dreibein, um sie flacher auf den Boden legen zu können. Er rollte zwischen den Maschinengewehren hin und her, feuerte eines ab, während seine Männer das andere nachluden. Die Japaner kamen wie hypnotisiert. Das Gemetzel war entsetzlich. John erzählte später, der Feind kletterte über seine toten Kameraden hinweg und schien begierig darauf zu sein, sich in meine Schusslinie zu werfen. Die Leichen vor ihrer Stellung versperrten ihnen schließlich das Schussfeld, sodass John einmal Ed Garland befahl, die Leichen aus dem Weg zu räumen. Ed Garland und John Powell sind heute praktisch vergessen. Obwohl sie die gesamte Zeit mit John Seite an Seite kämpften und Bazelon selbst erklärte, dass John Powell der tapferste Mann war, den er kannte. Später danach ging die Munition erneut zur Neige. John würde noch mehr holen müssen, aber dieses Mal war das Munitionslager 600 Meter weit weg. Dort gab es vermutlich auch Wasser. Er kroch und rannte los und wie zuvor flogen Geschosse und Granaten wild und scheinbar ziellos umher. Als er mit dem dringend benötigten Wasser und der Munition zurückkam, war es still, bis sie plötzlich erneut die Banzai, Banzai Rufe hörten. Das Gemetzel ging weiter. Beim ersten Tageslicht war es vorbei. Die Szene war unbeschreiblich. Hunderte Leichen lagen nicht nur vor der amerikanischen Stellung, sondern auch dahinter und auch darin. Tatsächlich war das gesamte japanische Regiment aufgerieben worden. Von 3000 Mann des 29. Infanterieregimentes waren 1462 Mann, also fast jeder zweite Mann, gefallen. Unmittelbar vor Johns Stellung allein lagen 38 tote japanische Soldaten. Er hatte mit seinen 2 Kameraden und zuletzt alleine die 9. Kompanie des 29. nicht nur aufgehalten, sondern praktisch vernichtet. Von Johns 12 Männern hatten 9 ihr Leben gelassen. Als Chesty Puller diesen Morgen die Linie abschritt, stand John Bazelon barfuß mit nacktem Oberkörper und durch die MGs verbrannten Handflächen vor ihm. In einem Berg aus über 60.000 Patronenhülsen. Wenig später reichte er Bazelon für die Ehrenmedaille des Kongresses ein. So, nach dem ganzen Gefechten oder nach den ganzen Gefechten gehen wir jetzt mal auf die Medal of Honor und die Zeit in den USA danach ein. Die Division verlegte nach Australien. Hier erfuhr er Anfang 1943, also im Mai, dass er wegen seiner Heldentaten vom 24. und 25. Oktober 1942 auf Guadalcanal für die Ehrenmedaille des Kongresses in Betracht gezogen wurde.
Am 21. Mai 1943 erhielt John die Medal of Honor zusammen mit Mitchell Page, der sich eine Nacht, also die Nacht vom 25. auf den 26.10., nach John Barcelone nur gut 2,5 Kilometer weiter westlich seine Medal of Honor verdient hatte. Diese Ehre bedeutete aber zugleich, dass John der Kämpfer nicht mehr kämpfen durfte. Stattdessen wurde er als erster Held dieses Krieges in die Heimat gebracht, um den Kriegsanstrengungen ein Gesicht zu geben. Wie in jedem Krieg zuvor und danach war eines der wichtigsten Voraussetzungen für den Sieg Geld. John Barcelone wurde ein Teil einer Gruppe von Soldaten und Prominenten, welche Werbung für die dritte Auflage von US-Kriegsanleihen machen sollte. Das Ziel der Gruppe, zu der unter anderem auch die Schauspieler John Garfield, Eddie Bracken und Virginia Gray gehörten, war es, mindestens 40 Millionen Dollar zu sammeln. Am Ende sollten es 19 Milliarden werden. Wenn wir das mal umrechnen auf die Zeit, ist das ganz schön viel Geld. Vor der Tour wurde John jedoch ein großer Heldenempfang in seiner Heimatstadt bereitet. Er wurde von 35.000 Menschen gefeiert und auf seinen Wunsch las Priester Russo in der Kirche St. Anne's eine Messe für Johns Kameraden an der Front. Die öffentlichen Auftritte und der ganze Trubel um seine Person wurden für John allerdings schnell zur Qual. Er war kein öffentlicher Redner und die unzähligen Auftritte missfielen ihm zunehmend. Mit seiner offenen und einfachen Art konnte er aber vieles überspielen. Immer wieder beantragte er offiziell und inoffiziell seine Rückkehr zur Truppe und an die Front. Die Gesuche wurden jedoch ignoriert, aber John wollte sich damit nicht abfinden, den Rest des Krieges Kriegsanleihen zu bewerben. Eines Abends bei einer Veranstaltung im Waldorf Astoria Hotel in New York traf John General Vandegrift, den Mann, der seine Division auf Guadalcanal befehligte und ihm in Australien die Medal of Honor um den Hals gehängt hatte. Ohne Umschweife sagte er: Sir, es gibt da drüben noch so viel zu tun und wie würde es aussehen, wenn wir Manila befreien und Manila John ist nicht dabei? Vandegrift versprach ihm zu tun, was in seiner Macht stand. Nach dem Ende der Sammeltour wurde John als Wachsoldat im Marine Depot in Washington DC eingesetzt. Hier holten ihn seine alten Geister wieder ein. Er war oft betrunken und fühlte sich wieder einsam und nutzlos. Als er von den verlustreichen Kämpfen auf Peleliu erfuhr, bei denen seine alte Einheit unter Puller schwere Verluste erlitten und fast vernichtet worden wäre, stürmte er in das Büro seiner Vorgesetzten und sprach die heute berühmten Worte: I'm staying with my boys, they need me. Entweder würde er an die Front oder in den Bau gehen. Die Nachricht vom Aufstand des ersten Trägers der höchsten Auszeichnung in diesem Krieg ging wie ein Lauffeuer durch die Kommandokette. Schon 2 Wochen später war John in Camp Pendleton, Kalifornien, als Zugführer eines Maschinengewehrzuges. Bei seinem letzten Besuch zu Hause erklärte John seinen Eltern, dass er wohl nicht zurückkehren würde. Sein Bruder Carlo winkte ab und wollte versuchen, ihn diesen Unsinn auszureden. Doch John bestand darauf, seinen Tod vorausgesehen zu haben. Gut, dann kommen wir mal zu Camp Pendleton, Lena und dann zu Iwo Jima. Trotz dieser dunklen Vorahnung lebte John in Kalifornien regelrecht auf. Die Rolle als Ausbilder lag ihm deutlich mehr als die Rolle eines Vorzeigehelden und Anleihenverkäufers. In der Kantine in Camp Pendleton lernte er Sergeant Lena Mereggi kennen. Sie führte die Truppenküche als eine von über 20.000 weiblichen Marines des United States Marine Corps Woman Reserve. Er begann ihren Hof zu machen und am 10.07.44 wurden die beiden vermählt. Im selben Monat hätte Johns Dienstzeit geendet, jedoch hatte er sich, noch bevor er Lena den Antrag machte, wieder verpflichtet und noch vor der Hochzeit stand fest, dass John wieder an die Front zurückkehren würde. Bereits am 12.08.44, also 4 Wochen später, ging es für John und den Rest des 1. Bataillons des 27. Marine-Infanterie-Regimentes nach Hilo auf Hawaii, um im Camp Tawara, ein abgelegenes Lager im Nirgendwo, mit den anderen Einheiten der 5. Marine-Infanterie-Division weiter ausgebildet zu werden.
Von dort aus ging es nach Saipan, wo sich die Invasionsstreitmacht für Iwo Jima sammelte. Am Morgen des 19. Februar 1945 landeten die ersten 30.000 Mann auf der Insel. Damit begann ein Blutbad, das bis zum 26. März andauern sollte, auch wenn es den Marines bereits am 23. Februar gelang, die US-Flagge auf dem Berg Suribashi zu hissen. Ein Akt, der in das kollektive Gedächtnis der USA eingegangen ist. John Bezalel sollte diesen Triumph nicht mehr erleben. Als die ersten Wellen am Morgen an Land gingen, wurden sie durch das Abwehrfeuer am Strand festgehalten. Die Männer der Charlie-Kompanie lagen wie tausende Kameraden am Strand. Einige begannen sich bereits einzugraben. Alle zwei Minuten landete eine neue Welle an. Nur John rannte aufrecht umher und trieb die Männer mit Schreien, Flüchen und sprichwörtlichen Tritten in den Hintern vorwärts. Er entdeckte ein großes japanisches Blockhaus, das die gesamte 5. Division unter Flankenfeuer hielt. Mit einem MG-Trupp sowie einem Pionier und einem Flammenwerferschützen griff er es an und zerstörte es. Im Anschluss stürmte John zurück zum Strand, um die restlichen Männer zu holen, als er sah, dass einer der wenigen M4 Sherman-Panzer des 5. Panzerbataillons auf halbem Weg zwischen Strand und dem Motoyama-Flugfeld, ihrem gemeinsamen Angriffsziel, in ein Minenfeld geraten war. John rannte in das Feld aus offen verlegten Panzerminen und dirigierte den Panzer trotz des ständigen Beschusses sicher heraus. Wenig später brachte er einen seiner MG-Trupps an der südwestlichen Ecke des Flugfeldes in Stellung, als eine Salve Mörsergranaten einschlug, die eine größere Gruppe von Männern traf. Als Lieutenant Rain die Stelle erreichte, sah er unter den Gefallenen auch John Bezalel. Wie er später berichtete, dachte er nur, da liegt Manila John, ein amerikanischer Held, und nichts unterscheidet ihn von seinen toten Kameraden. Er hätte es wohl genauso gewollt. John wurde zunächst auf Iwo Jima neben seinen Kameraden begraben. 1948 wurde er auf dem Nationalfriedhof Arlington in Washington D.C. umgebettet. Für seine Leistung am Tage seines Todes erhielt er posthum das Navy Cross und das Purple Heart. Lange Zeit ging man davon aus, dass John Bezalel durch die Granatsplitter getötet wurde. So berichteten es einige Augenzeugen, was von mehreren Autoren ungeprüft übernommen wurde. Tatsächlich sprechen die offiziellen Dokumente jedoch klar von 3 Schusswunden, je eine in der rechten Leiste, dem Nacken und dem linken Arm als Todesursache. Ja, dann müssen wir auch nochmal an die Andenken oder an das Andenken von ihm gehen und die Darstellung in den Medien. Sein Andenken wird in den USA und im Marine Corps bis heute hochgehalten. In Raritan findet jährlich eine Parade zu seinen Ehren statt, die auch an einer vom Künstler Philip Orlando geschaffenen Statue von ihm vorbeiführt. Ebenso wurden Straße, Plätze und Gebäude an verschiedenen Orten der USA nach ihm benannt. Die US Navy benannte 1949 einen Zerstörer nach ihm, den Lena Bezalel persönlich taufte. Nach dessen Ausmusterung 1971 gab die Navy 2013 mit dem DDG 122 erneut einem Zerstörer den Namen John Bezalel. Dieser wurde wiederum durch seine Nichte Diane Bezalel Hawkins getauft. Das Korps selbst vergibt jährlich den Bezalel Award for Courage and Commitment im Dienst. Seine Person und Taten wurden auch in den Medien immer wieder verarbeitet, von Comicformaten bis Film und Fernsehen. Als Beispiele können hier der Film Shanghai Jack, First to Fight oder auch die Miniserie The Pacific dienen. Neben John dienen auch seine Brüder Alphonse in der Army und George, United States Marine Corps, im Zweiten Weltkrieg. Beide überlebten den Krieg. Seine Frau heiratete nie mehr und trug auch am 11. Juni 1999, dem Tag ihres Todes, den Ehering, den John ihr 55 Jahre zuvor an den Finger gesteckt hatte. So Leute, das war mal die andere Feldpostnummer und auch ein anderer Kriegsschauplatz, aber fand ich super interessant, kannte ich auch noch nicht, habe mich nicht damit beschäftigt. Ich hoffe, das holt euch auch ein bisschen ab, denn wir wollen ja weiter auch ein paar Medal of Honor und auch
Victoria Cross Träger beleuchten und schauen, was die so getrieben haben und wie die ihre Auszeichnung, ich sag mal, verdient haben. In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Falls wir irgendwas übersehen haben, gerne in die Kommentare schreiben. Und bis dahin bleibt gesund und auf bald.